Werte Pokémon des Internets, heute spielen wir Pokémon. Wer hätte das gedacht? ich versuche die blaue Edition nur mit einem Porenta durchzuspielen. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. An sich habe ich, warte mal, Text auf jeden Fall auf schnell. Ich habe einfach einen Randomizer benutzt, ich glaube Shigi, ich habe die blaue Edition, habe deswegen einfach... Warum ist das Zubat da? Das sollte kein Zubat sein. Aber das war, ich glaube vorhin war es auch ein anderes... Nee, vorhin war es auch ein Zubat. Wo ich es ausprobiert habe, war es auch ein Zubat. Also habe ich nur das Porenta also das Shigi als Porenta gemacht, dass ich das als Starter nehmen kann. Mein Name ist... Kai... Was passt denn da gut noch hin? Kai... Kai... Ich verbrauche viel zu viel Zeit mit dem Namen. ich hätte mich jetzt Kai Perinia oder sowas genannt, aber das passt ja gar nicht hin. 7 Buchstaben, das ist viel zu wenig, viel zu wenig. Mein Name ist Kai Renta. Passt das hin? Kai Ren... Nein. Ka... Keine Ahnung, mein Name ist Ententyp. Passt das hin? Enten. Nein. Okay, ich brauche viel zu lange für den Namen. Scheiß drauf! Mir fällt kein witziger Name ein, der da hinpasst. Scheiß Gen 1. Ja, mein Name ist Kai, von mir aus. Das ist ja langweilig. Okay. Der Klassiker. Popo-Pirat. Ah, fuck, das passt auch nicht hin. Popo. Popomon. Der gute Popomon. Okay. Auf jeden Fall. Oh Gott, ich habe viel zu viel Zeit für den Namen verbraucht. Genau, auf jeden Fall. Ganz normale blaue Edition. Ich habe mir sogar eine deutsche ROM runtergeladen. Oh mein Gott. Erstmal natürlich Item Name, Trank. Genau, sonst gar nichts an der ROM verändert, außer dass ich anstatt einen Shigi dann einen Porenta krieg. Porenta ist scheiße. Also geht eigentlich. Nee, Porenta ist scheiße. Vor allem... Fuck, stimmt, ich muss ins hohe Gras. Vor allem das Moveset ist halt nicht so geil. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen. Ja, auf jeden Fall, im privaten Umfeld wollte irgend so ein Lulatsch, mir fällt sein Name nicht mehr ein, für dich angesprochen, wollte, dass ich irgendein Pokémon-Video mache, auch mit so einer Challenge. Weil ich dachte mir so, ja, hatte ich eigentlich schon ewig geplant. Eigentlich wollte ich mal, anfangs wollte ich Zubat, einen Zubat-Run machen. Aber da dachte ich mir so, ja, nee, Zubat ist so, ja, das hat auch schon jeder irgendwie gemacht. Wie es dann dazu gekommen ist, dass ich jetzt Porenta nehme, ist einfach, ich habe auf WhatsApp meine Leute gefragt. Ja, ich bin Shigi, das war's so Pokémon. Gute Shigi, man kennt's. Ich halte Porenta. Porenta gibt einen Spitznamen, ja, la gute Jovi. Jovi. Du gute Jovi. So. Ah, der nimmt Bisasam jetzt, weil... Stimmt, ich habe Shigi genommen. Hat Porenta. Ich habe mir das Moveset nicht genau angeguckt. Ich weiß nicht, was es am Anfang für Attacken hat. Ich weiß, irgendwann kriegt es Schlitzer und dann bin ich wenigstens gut im Game dabei, aber
Das ist erst so ab Level 30, über 30. Mal gucken. Popomon schickt Spisasam raus. Gut. Jo, los, Jovi. Was hast denn du? Schnabel und Sandwürmer. Schnabel ist gut. Warte mal, ist Schnabel effektiv? Oh, Schnabel. Der Jovi haut gleich rein. Schnabel ist sehr effektiv. Und das ist geil für den Anfang. Ich werde sowas von grinden müssen am Anfang. Aber im Viridian Forest, wessen deutschen Name mir ganz sicher nicht entfallen ist. Vertania-Wald? Nee, doch. Doch, das kann sein. Käfer-Pokémon. Käfertypen, Käfersammler. Die werden zerfickt von meinem Schnabel. Entschuldige die Wortwahl, aber die werden hart rasiert. Karte kann ich mir noch nicht holen. Stimmt, ich muss das Paket holen. Für den Professor Reich. Gib mir eine Free Potion. Ich habe mir am Anfang überlegt, ob ich einfach das ganze Ding als Randomizer machen soll. Also als die Wild Encounters und die Trainer und alles auch die Pokémon randomizen soll. Aber dann verliert das irgendwie den ganzen Sinn dahinter, weil dann, ja, hätte ich auch jedes andere Pokémon einfach nehmen können. Und es ist nicht ganz so predictable, was ich zu tun habe. Also ich weiß jetzt zum Beispiel am Anfang, Rocco wird mich zerficken. Ja, deswegen einfach nur normal Porenta gemacht. Ohne irgendwas sonst zu ändern. Ich habe mir auch überlegt, die Items zu ändern. Aber ja, es bringt auch nicht so viel. Ja, ich hätte so viel verschiedene Sachen machen können mit dem Randomizer. Aber das wäre ja langweilig. Jovi Level 6, was auch gut ist an Porenta, habe ich extra nachgeguckt. Sein Experience Value, wie auch immer man das nennt, diese XP Erfahrungskurve. Also Pokémon haben verschiedene Erfahrungskurven, wie auch immer. Ach, Wörter. Anstrengend. Ja, ich grüße Professor Eich von dir. Pokémon tun auf verschiedene Arten und Weisen Erfahrung kriegen oder schneller Erfahrung sammeln als andere. Und Porenta hat eine, ich glaube, Mittel bis gut sogar. Also es tut sehr, also relativ gut Erfahrung kriegen und hochleveln. Was schon mal ein Vorteil ist. Weil es gibt Pokémon wie zum Beispiel. Das fällt mir gerade nicht ein. Gut. Keine Ahnung. Zum Beispiel ein Tanel oder sowas aus der dritten Gen. Das hat, glaube ich, die Erfahrungskurve ist halt richtig scheiße. Also bei Slow oder sowas. Weswegen das halt nicht so schnell auflevelt. Abgesehen davon kann Tanel nur Bodycheck am Anfang, was ebenfalls scheiße ist. Popomon! Was sagst du dazu? Popomon, warum hast du mich herbestellt? Keiner hat dich herbestellt, geh wieder weg. So. Eigentlich ist es scheiße, wenn ich zu der Hintergrundmusik mitsumme, weil, wenn mein Audio ein bisschen nicht ganz gesinkt ist, wenn ich das später edite, dann merkt man das. Oh mein Gott. weil ich habe jetzt angefangen, die Audiospur separat, also die In-Game-Audiospur separat aufzunehmen. Dann kann ich nämlich das Audio besser anpassen, als wenn ich beides, also meine Stimme und das Ingame-Geschehen aufnehme und einfach das Ingame-Ding leise mache. Ja. Sehr, sehr interessante Sachen und so. Was noch zu sagen ist, ich brauche VM-Slaven für Scheiß. Beziehungsweise Porenta kann zerschneiden.
Und fliegen. Fliegen ist eh geil. Was brauche ich denn alles? Ich brauche Surfer irgendwann. Blitz, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Auf jeden Fall brauche ich vor allem Slaven. Slaven auch noch, ja. Die Slav Brothers. Aber das sind die einzigen Pokémon, die ich dann fangen werde und auch gar nicht benutzen werde. Frage ich nur, was nehme ich? Was ist in Gen 1 ein guter Fire Emblem-Slave? Was kann Surfer zum Beispiel? Das wäre ganz schlau. Surfer ist. Weil Zerschneider will ich eigentlich Powerenter auch nicht beibringen, weil. Ja, das Moveset ist eh schon so limitiert. Da will ich es nicht nochmal limitieren mit Zerschneider. Am besten wäre ein Viech, was halt so viel. Silberblick. Am besten wäre ein Viech, was so viel vor allem ist wie möglich lernen kann. Mir fällt gerade gar kein vor allem Slave für Gen 1 ein. Was kann Zerschneider denn lernen? Irgendein Pflanzenviech. Mal überlegen. Egal, wenn es soweit ist, werden wir irgendwas finden. Mauzi kann Zerschneider. Aber das werde ich Ewigkeiten nicht finden. Noch ein Trank. Achso, falls ihr es mitgekriegt habt, wäre schlimm, wenn nicht bis jetzt. Ich benutze den geilen Rand. Weil erstens ist dann das Bildschirm nicht so scheiße gestretched. Und zweitens, der Rand, vor allem von der blauen Edition, ist halt geil. Ich meine, guckt euch dieses Happy Glumanda an. Ist Shigi, sieht ganz normal aus. Außer wenn man so auf seine Nase guckt, dann hat es da. Also seine Nasenlöcher sind prinzipiell die Augen von einem Smiley. Ja. Und Bisasam sieht richtig angepisst aus. Und sieht aus, als wäre es shiny. Aber es sieht richtig angepisst aus. Deswegen liebe ich den Rand von der blauen Edition. Sieht halt cool aus. Und ja, wie gesagt, der Bildschirm ist dann nicht so gestretched. Sollen wir gleich Popomon probieren? Warte mal, ich bin Level 7. Der hat ein Level 7 Habitak oder Taubsi oder sowas und dann sein Starter. Starter fick ich mit Schnabel. Ja, wir probieren es einfach. Was ich mir auch überlegt hatte, war Permadeath zu machen. Was aber Bullshit ist, weil. Das wären dann nur zwei Folgen, die ich hochlade. ja. Ja, auf jeden Fall. Wir probieren es einfach mal, wie es so. Ach, Level 9 ist es. Dann ist sein Starter Level 7. Keine Ahnung. Egal. Uff. Egal, ich hab Tränke. Silberblick. Fuck. Uff. Der Crit hat mich fast gekillt. Okay. Items. Tränkle benutzen. Gönn dir, Jovi. Gönn dir. Geht aufs Haus. So, Schnabel, zerfick ihn. Nein. Schon wieder ein Crit, was ist denn los? Los. Okay. Jo, wie hier. Trink noch einen Schluck. So, jetzt aber. Schau, was ist Sandwirbel. Jetzt, tot. Ja, gut. Bisasam wird kein Problem. Das ist Level 8, okay, ich habe die Level komplett falsch in Erinnerung.
Nix, Heuler. Hier, Schnapp. Der kann jetzt schon Egelsamen? Dieser Samen ist halt echt ein unterschätzter Starter für Gen 1, weil ab dem Level schon Egelsamen und vor allem in die ersten zwei Arenen zerfickt es halt kurz. Eigentlich ist dieser Samen voll der gute Starter. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle hatten damals. So, dieser Samen ist scheiße. Nur weil es nicht so cool aussieht. Sieht trotzdem cool aus. Und vor allem, das entwickelt sich schon Level 32 zu Bisaflor, nicht Level 36. Was halt auch cool ist. So, Schnabel macht tot. Scheiß Taubs mit seinem Sandwirbel! Ja, so muss sein, Volltreffer. Level 8. Der gute Jovi hat's mal wieder geschafft. So, bla 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 bla. Ja, ja. Okay, was wir jetzt machen, ist einen random Encounter haben. Gut. Wir gehen jetzt zu Professor Eich nochmal, weil wenn wir bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Gary bzw. Blau bzw. den Rivalen Popomon hier vor der Pokémon-Liga besiegt hat und bis dahin noch keine Pokébälle gekauft hat oder Pokémon gefangen hat oder eins von beiden oder beides zusammen, und dann zu Professor Eich geht, dann schenkt er einen 5 Pokebälle. Das habe ich auch erst vor einem Jahr oder so herausgefunden. Was halt nice ist. Das heißt, ich muss schon mal kein Geld ausgeben. Und die Pokebälle brauche ich ja eh nur, wenn ich meinen vor allem Slaven. Slaven? Warum sage ich immer Slaven? Sklaven! Ja, nicht mal hier kann ich mal das Wort Sklaven aussprechen. Was soll denn das? Das wichtigste Wort in meinem Wortschatz. Genau, ich brauche die Pokébälle eh nur für den VM-Sklaven. Das heißt, free Pokébälle ist schon mal gut. Ah, und ich kann mir die Karte abholen von der Schwester von Popomon. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Kalt, 5 Pokébälle! Yay! Krieg ich von dir noch was? Nee. Ah, nee, stimmt, weil die zweite Generation kriegt man irgendwie. Da kriegt man die Pokébälle, glaub ich, von dem Assistenten. Habe ich gerade irgendwie verwechselt. Ist schon eine Weile her, dass ich erste Generation gezockt habe. Das letzte Mal, prinzipiell, wo ich Oaks Challenge versucht habe. Falls sich daran jemand erinnert, ich habe die Streams runtergehauen vom Kanal, weil ich habe nicht weiter damit gemacht. Wir waren mir zu blöd. Okay. An sich, also für den Anfang, klappt es echt gut mit dem Jovi. Rocco wird scheiße. Aber ich habe ja noch den Viridian Forest, wo ich grinden kann. Die ganzen Käfer-Pokémon zerfleischen kann mit meinem Schnabel. Was soll der Bullshit eigentlich? Heute dachte ich, perfektes Wetter, um aufzunehmen, weil hat geregnet. Und jetzt scheint die Sonne wieder. Vorhin war ich kurz einkaufen und da hat es geregnet. Arschgeigenwetter. Naja, egal.
Viridian Forest. Geh mal da rein. So, ich hätte mir Tränke kaufen können eigentlich. Aber hier finde ich bestimmt auch viel Zeugs. Pokéball. Ne, da ist nur eine Tuss in der gelben Edition. Ich sollte aufhören, Tuss zu sagen. Es ist mir bei Videos aufgefallen, dass ich anstatt Mädchen, Frau etc. eine etwas abwertende Form in Form von Tuss sag. Ich sag zwar auch Typ und sowas, aber für mich ist Typ und Tuss halt so, ne? Aber Tuss klingt halt ein bisschen abneigender, abwertiger. Tuss ist halt eigentlich nicht so ein geiles Wort. Ich benutze es halt viel zu oft leider. Was nicht so geil ist. Ich brauche ein besseres Wort für Tuss. Schreibt es in die Kommentare, was soll ich anstatt Tuss benutzen, ab jetzt an. Irgendwas Witziges, nicht einfach nur Mädchen oder sowas. Irgendwas so wie Typeline oder sowas. Kumpeline. Tuslinde. Nee. Käfersammler zerfleischen. Der gute Hornlio, der ist ein bisschen horny. Kukuna, ja, Erfahrung. Stimmt, ich könnte eigentlich, wenn ich hart grinden müsste, hier nach Safkorn und Kukuna suchen im Wald und an denen grinden. Weil ich habe die Befürchtung, dass ich für Rocco mindestens Level 20 sein sollte oder mindestens noch einen anderen Angriff außer Schnabel lernen sollte. Ich weiß leider nicht, wann es den nächsten Angriff lernt, der Schaden macht. Weil, ich habe gehört, Flugangriffe sind halt nicht so effektiv gegen Stein. Also, sagt man. Ist so eine Vermutung von mir. Stand hier nicht auch immer ein Typ? Mein Gott. Ich hab keine Ahnung mehr von dem Layout. Also, doch, aber ich dachte echt, da oben steht noch ein Typ eigentlich. Oder steht der da? Oder steht der nur in der gelben Edition da? Oder nur in einem Remake? Oder wo auch immer? Oder in einem ganz anderen Spiel? Was ich auch gucken will, vor allem später, das wäre eigentlich ganz schlau. Was sind deine... Okay, Initiative und Spezial sind hoch, Angriff ist okay. Eigentlich würde ich sagen, na, aber Initiative ist gut. Weil ich muss schnell sein, weil wenn ich dann irgendwann mal Schlitzer erlerne, auf Level 35 oder so, ich weiß es nicht mehr, dann werde ich die Crits raushauen. Weil Gen 1 ist dafür bekannt, nicht ganz so ausgearbeitet zu sein, wie man das hoffen würde. Und prinzipiell die Volltrefferquote ist abhängig von der Geschwindigkeit des Pokémons. Wenn du ein sehr schnelles Pokémon hast, dann hast du eine erhöhte Chance, Volltreffer zu landen. Und Schlitzer ist ein Angriff, der ebenfalls deine Volltrefferquote sehr erhöht. Deswegen zum Beispiel, ich glaube, Snobilicat ist dafür bekannt. Wenn das Schlitzer hat, das ist einfach, das hat 150%ige Chance, Volltreffer zu landen, weil es einfach
vom Speed Stat einfach sehr sehr gut ist. Abgesehen davon brauche ich einen guten Status-Move, der mich in schlechten Zeiten unterstützen kann. Ich bin jetzt schon durch den Wald durch, oh mein Gott. War, ich habe ein Item vergessen. Ich bin jetzt schon durch den Wald durch. Ich habe die Leute alle besiegt und bin erst Level 10. Oh Gott. Ich dachte, okay, vielleicht bin ich so Level 12, 13. Das wäre nett. Genau, ich brauche einen Status-Move, der irgendwie meinen Angriff, was auch immer, oder Verteidigung oder am besten, was auch immer, irgendwie pusht, wenn ich das mal brauche. Mit Silberblick bin ich aber auch schon mal gut eigentlich dabei, für den Anfang. Ich bin eigentlich kein Fan von Status-Moves, aber muss manchmal sein. So, nein, nicht nochmal reden. Weg da. Okay, wir sind unterlevelt. Wer hätte das nur gedacht? War da oben ein Item oder ist es auch nur ein Wunschtraum von mir? Ich glaube, da ist ein verstecktes Item in Feuerrot oder so. Wir versuchen den Typen, der uns schon in Kindheitstagen berichtet hat, was Lichtjahre sind. Ach, wir sind so schlau geworden durch Pokémon. Sagte er, trinkt sein Energy und verschüttet die Hälfte auf seinem Gesicht. Okay, Dick da. Der gute Digger. Macht Schnabel überhaupt Schaden bei dir? Ja, okay, das ist gut. Ja, okay, du bist Boden und nicht Gestein. Wärst du Gestein, dann würde ich den Kampf wahrscheinlich nicht gewinnen. Volltreffer, uff. Und Level 11. Jovi. Jovi an Jovi. Sandan. Sandan, benutzt Sandwirbel. Natürlich, benutzt einen Sandwirbel und meine Attacke geht ja wieder daneben. Okay, Sandan mit Sandwirbel. Ist nicht so geil. Benutzt man Silberblick, der natürlich fehlschlägt. Noch ein Sandwirbel, natürlich. Natürlich schlägt so. Hier, nochmal. Natürlich. Scheiß Sandwirbel! Hör doch auf! Was ist denn das für eine Assi-Tour? Ich bin schon blind und halb am Boden und du trittst einfach weiter auf mich drauf. Denkst du so, der ist schon blind, dem macht das nichts, wenn ich dem Dreck ins Gesicht mach. Ja, ich bin der Meinung, meine Tränke zu vergeuden, macht nicht so wirklich Sinn. Okay, wow, jetzt trifft's, geil. Weil den Kampf werde ich verlieren. Ja. Okay. Haben wir das schon mal geklärt? Wer hätte gedacht, dass wir unterlevelt sind? Ich hätte vielleicht, wenn ich die Tränke benutzt hätte, hätte ich den Kampf gewinnen können, aber da hatte ich keine Lust drauf. Wir gehen in den Wald. So. Mal gucken, gab es hier noch irgendwelche Hidden Items eigentlich? Da unten war ich, glaube. Ja. Ich bin der Meinung, wir müssten mindestens Level 15 sein, um die Arena zu versuchen. Ich habe hier mal mein schlaues Gerät, welches sich Mobiltelefon nennt. Ich gucke mir mal das scheiß Moveset von Ding an, wenn es den nächsten Move lernt. B-b-b-b-b.
Jovi Anchovy. So. Beziehungsweise. Oh, wo ist denn. Level 15 Furienschlag. Das wäre doch was. Das wäre doch was, ja. Level 15 ist fast perfekt. Furienschlag ist zwar so, ja, aber damit kann man was anfangen. Ich habe gerade gesehen, dass das Moveset halt richtig scheiße ist. Der erste wirklich gute Angriff wird halt wirklich Schlitzer sein. Auch wenn ich mit Schnabel echt gut durchkomme gerade, aber für Rocco ist das halt nicht so gut. Misty wird okay mit Schnabel, denke ich. Weiß ich nicht. Oh Gott, ich muss noch durch Tunnel, wessen Name ich nicht vergessen habe. Mount Moon. Mondberg. Da. Da muss ich noch durch. Mit Schnabel. Sehr viel Kleinsteins. Und Zubat. Auch wenn ich Zubat kann ich mit Schnabel besiegen, aber Kleinstein. Er wird nicht schön. Dum 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 bam 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 beep 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 boop 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 beep 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 boop 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 da 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 da. Ich sollte aufhören damit, weil das Audio scheiße sich anhört. Luft kriegen auch währenddessen. Softcorn Level 4. Schnabel. So, Dele. 41 Erfahrung, das bringt halt auch nicht viel. Ich will ein Level 15 aus Safcon besiegen. Das wäre doch was. So, so, so. Problem ist halt auch, ich habe keinen einzigen Trainer mehr, die ich besiegen kann. Ist am Anfang, ja, am Anfang ist, hat man nicht so viele Möglichkeiten zu trainieren. Vor der, also bis zur ersten Arena. Ja, Mann, Level 6 Safcon, so muss das sein. Uff, das hält sogar noch aus. Yay, Level 12. Der gute Jovi. Ja, M halt. Mein Lieblingswort, M. Die Musik hypnotisiert einen immer. Ich weiß auch nicht. Vor allem die im Viridian Forest. Einfach dieses. Ich muss immer muss ich damit. Zumindest im Kopf muss ich mitsingen. Mit so einem, wie auch immer. Aber insgesamt bei den. Vor allem Gen 1. Nee, vor allem in der zweiten Generation eigentlich. Da ist die Musik. Da muss ich bei jedem, egal was für ein Lied es ist. Was für eine Hintergrundmusik, muss ich immer mitsummen. Musik ist halt schon geil in Pokémon. Ich weiß nicht, soll ich nochmal den was war's, den Pfadfinder bei Rocco probieren? Das wäre eine Idee. Ja, mach mal. Nein, nein. Wow, 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 wow.
So. Heili, heili machen. Ja, willkommen im Pokémon Center. Pokémon, ja, das spiele ich so gerne. Ja, ich bin Lichtjahre entfernt. So, Dicta. Ja, Dicta machen wir einfach fertig mit Schnabel. Das einzige Problem bei Dicta ist der Sandwirbel. Ne, warte mal, das hat gar nicht so oft Sandwirbel eingesetzt. Sandan hat Sandwirbel eingesetzt. Der Arsch. So, hier, Dicta, schnell mal fertig gemacht. So. Sandan, hier, schlagen wir dich mit den eigenen Waffen. Und Silberblick. Bam. Ja, das halte ich aus. Was macht mein Angriff? Ja, ist okay. So, Tränkle benutzen. Schnabel, ich glaube, das sollte reichen einfach. Volltreffer, ja, Mann, perfekt. So, sieht es doch gut aus. Würde so Rocco ablaufen, dann wäre ich froh. So. Wir gehen auf jeden Fall zum Pokémon Center. Will ich Rocco direkt probieren? Weiß es gar nicht. Wir kaufen uns alle Tränke. Ich kann mir gerade mal 6 Tränke leisten. Bam, bam, bam. So, Pokémon Center. Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart werde ich verkacken? Schreibt's in die Kommentare. Ich glaube, ich bin so. Ich werd so auf nur. Ja, ich werde auf eine 15 verkacken oder so. Oh, es wird so schlecht einfach der Kampf. Ich meine, erstmal durch Kleinstellen durchzukommen, wird schon hart. Und dann scheiß Onix. Sandwirbel. Pack mal die Strats aus. Ja, natürlich, Verteidigung. Kleinstein, boah. Ja, erhöhe deine Verteidigung, du Arsch. Ja, mach halt. Hier, dafür triffst du mich jetzt bald nicht mehr. Ha. So, mal gucken, was mein Schnabel jetzt macht. Wahrscheinlich 0. Gut. Danke dafür. Wie oft soll ich Sandwirbel ein, Silberblick einsetzen, dass ich wieder einen normalen Angriff mache? 1000 Mal, danke. Wenigstens trifft er mich nicht mehr so oft. Silberblick-Spam, das hat schon immer funktioniert. Bei Onix habe ich wenigstens das Gefühl, dass er Geduld heißt, glaube ich, ja, dass er das spammt. Hoffentlich. Dann kann ich währenddessen Silberblicke spammen. Das wäre ganz nett. Nee! Nicht Einigler! Ich hab gesagt, nicht Einigler! Okay, mal gucken, was mache ich?
Ist okay. Nein, hör doch auf! Mal gucken, ob wir damit durchkommen. Hör doch auf mit Einigler! Spam mal noch ein paar Silberblicke. Aber ich muss, warte mal. Ja, hör doch auf mit Einigler! Okay, ich habe noch 21 davon, gut. Nicht, dass ich keine mehr habe, wenn ich bei Onyx bin. Er soll einfach aufhören mit dem Einigler. Das... Nein! Hör auf! Das bringt sonst gar nichts, dass ich Silberblick einsetze. Und er hat halt den Vorteil, dass die gegnerischen Pokémon haben keine... wie heißen die? AP. Das heißt, er kann es so oft einsetzen, wie er will. Ich habe irgendwann keine AP mehr. Okay. Wir machen jetzt einfach mit Schnabel durch. Scheißegal, was der macht. Hör auf mit Einigler. Ohne Scheiß. Okay. Aber es lief besser als erwartet. Es lief... Okay. Onyx. Sandwölbe erstmal spammen. Geduld, ja, Mann. So, tun wir erstmal Sandwirbel spammen. Zeugt Energie, tja. Kreideschrei, nicht gut. Okay, Silberblick spammen. Hat der... Hat Onyx irgendeinen Angriff, also so wie Einigler, das, wo seine Verteidigung wieder steigt? Wenn nicht, dann läuft es viel besser, als ich irgendwie hoffen hätte können. Warum läuft es so gut? Jetzt mal gucken, was ich für einen Angriff mache. Wir spammen noch ein bisschen. Jetzt setzt er eh Geduld ein, das heißt, es ist eh Spamzeit. Nichts geschieht. Oh, ich kann es nicht mehr senken. Oh, das wird dauern. Okay, Sandwirbel halt. Oh, nicht gut. Nein, nicht Geduld. Weg. Sandwirbel. Dann trifft er mich wenigstens. Nichts geschieht. Scheiße. Zeugt Energie. Wie viel macht der Schaden? Oh, nicht gut, nicht gut. Item Trank. Okay, ich muss dafür sorgen, dass er mich nicht mit seiner Geduld trifft. Hör auf! Nix Kreideschrei! Okay, Schnabel. Hör doch auf mit scheiß Geduld! Ah, ist gar nicht gut. Ja, verschwenden wir hier Zeugs. Ah. Drecksgeduld, nein! Nur weil ich zu langsam bin, um zuerst anzugreifen. Ist zur Sicherheit, falls er ein Crit landet und mich irgendwie direkt fertig macht. So, Schnabel. Gut. Diesmal keine Geduld. Okay. Ja, jetzt ist Geduld mir egal. Leute, der Jovi hat's gepackt. Das hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich werde daran verzweifeln, aber es hat gut funktioniert. Ja, ich kann jetzt Blitz erlernen, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Was kriege ich denn da eigentlich? Geduld kriege ich, glaube ich, von dem, oder? Ja. Will ich Geduld einsetzen für... Kann das überhaupt Parente erlernen? Ich weiß es nicht. Aber nee, Geduld ist
Geduld ist nicht so ein guter Angriff. Also keinen, den ich jetzt unbedingt benutzen will. Gehen wir erstmal heilen. Leute, das hat besser geklappt, als ich dachte. Das hat viel besser gedacht, als ich dachte. Okay, ich habe gehört, weiter geht's.